Wie fandet ihr es? Also ich finde, man lernt halt mal halt trotzdem mehr, auch wenn wir es jetzt zum Beispiel jetzt im Geschichtsunterricht halt hatten. Und ich finde das halt ist auch immer noch ein sehr wichtiges Thema, auch wenn das halt eigentlich, ich sag mal, Geschichte halt ist. Ich finde, man kann halt trotzdem immer noch eine sehr große Lehre daraus ziehen. Und ja, ich finde das halt etwas, was wir halt immer in unseren Köpfen haben müssen. Sehr aufschlussreich. Ich habe sehr viele neue Eindrücke ins Leben der Anfang bekommen. Ich habe auch sehr viel Neues dazugelernt und habe auch über ihre Familie sehr viel gelernt. Also ich fand es sehr gut, dass sich heute die ganze UNESCO-AG zusammen wieder an ein Thema gesetzt hat, was sie sehr lange nicht mehr hatten und jeder zusammengearbeitet hat, um diesen Tag halt sozusagen wieder in Erinnerung zu halten, genau wie die letzten Jahre. Und das auch, obwohl wir jetzt in einer Pandemie sind. Ehrlich gesagt, ich halt gut, dass wir noch ein letztes Mal zusammen so ein Projekt zusammen machen könnten und so gemeinsam waren. Und es war halt direkt auch spaßig und so. Also war schon cool. Ja, ich finde es auch wichtig, dass man sich noch damit beschäftigt, weil es ist ja auch heute noch so, dass Menschen antisemitistisch sind gegenüber Juden und die dann ausgrenzen, unterdrücken. Und ich finde es wichtig, dass wir dann Zivilcourage zeigen, damit sowas halt nicht mehr passieren kann. Also es gibt ja viele verschiedene Arten von Ausgrenzung. Das mit Antisemitismus ist ja auch nur eine Folge. Es gibt ja auch ganz viel Rassismus oder Faschismus. Überall hier auch in Dortmund ganz viel. Ich habe letztens erst gehört, dass Dortmund das Epizentrum von Rechtsextremen ist. Also dass hier die meisten Demonstrationen und dass hier halt einfach der Treffpunkt für die Rechtsextremisten ist. Auch daraus jetzt halt lernen, dass man halt niemals halt auf niemals halt auf Vorurteile hören sollte, weil ich meine, was sagen halt schon Vorurteile bei einem Menschen aus? So, ich meine, man kann sich natürlich halt ein Bild halt machen von der Person, aber man weiß halt so wirklich nie, was in einer Person halt abgeht. Und deshalb finde ich halt, dass man nicht halt so darauf achten sollte, was für eine Religion diese Person hat oder was für eine Hautfarbe, welche Nationalität, weil man kann das halt nicht jetzt sagen, dass jetzt nur weil eine Person eine bestimmte Religion hat, dass er jetzt halt etwas anderes ist als der andere.